Stahl, das Versprechen an die Zukunft. Unser Thema jetzt im Rahmen der ISH, der Internationalen Sanitär- und Heizungsmesse, die in diesem Jahr natürlich digital stattfinden muss. Wir werden gleich aufklären, wo wir uns befinden. Ich begrüße als Gesprächspartner Franz Kaldewey. Er ist geschäftsführender Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung der Franz Kaldewey GmbH und Co. KG. Und das ist ein Familienunternehmen in vierter Generation, hochwertige Badausstattungen, Badewannen. Und die Episode, die ich dann auch zu erzählen habe, ist, dass ich als Bauherr mit einem Sanierungsobjekt, Herr Kaldewey, vor 22 Jahren nicht viel auf der Naht hatte, nicht viel Geld hatte, aber ich habe mir eine Kaldewey geleistet in diesem Sanierungszyklus und die ist jetzt 22 Jahre alt und tut ihren Dienst hervorragend. Sieht aus wie am ersten Tag. Also insofern, Stahl lohnt sich irgendwie und darüber werden wir natürlich sprechen. Bei uns ist Bernhard Osburg. Er steht für die Produktion in unserer Gesprächsrunde, ist Sprecher des Vorstands bei ThyssenKrupp Steel. Und Herr Osburg, vielleicht müssen wir jetzt anfangen, einfach mal aufzuklären, wo wir hier sind. Was ist das für eine Kulisse? Ja, kann ich gerne tun. Wir sind hier im größten Stahlwerk Europas, bei ThyssenKrupp Steel in Duisburg. Und der Bereich, den Sie hier sehen, ist bei uns die Anwendungstechnik, weil es uns wichtig ist, wenn wir Stahlprodukte entwickeln, dass wir vom Kunden her denken und dann natürlich nicht nur den Stahl als Keul abliefern, den wir im Bild ja auch sehen, sondern eben auch die Art und Weise, wie damit zu verfahren ist, wie er geschweißt wird, wie er umgeformt wird, wie er beschichtet wird, was hier ganz besonders wichtig ist, das eben für uns auch hier erproben und das tun wir hier in unserem Gelände. Ja, diese Stahl, den wir hier sehen, um was handelt es sich? Ich bin übrigens gefragt worden vorhin, was ich schätzen würde, was das wiegt und ich war ein bisschen zu niedrig. Ich glaube, ich habe irgendwas knapp unter 2 Tonnen gewogen und ich meine, es sind über oder um die 4. Das ist genau, also die Ringe, die wir hier sehen, die werden so in der Größenordnung 4 bis 5 Tonnen liegen. Die Colts, die wir sonst für andere Branchen, zum Beispiel für die Automobilindustrie produzieren, die wiegen auch 20 Tonnen und auch mehr, sind also sehr große Colts, weil es wichtig ist, so wenig Werkzeugwechsel wie möglich zu machen. Die meisten Kunden arbeiten vom Keul in ihre Prozesse rein und je größer das Keul, je weniger Schnittstellen gibt es und deswegen ist das wirtschaftlich sinnvoll. Einleuchtend, auf jeden Fall. Mitten hinein mit allgemeinen Fragen. Herr Kaldewey, das Versprechen an die Zukunft in puncto Stahl lautet grüner, klimaneutraler Stahl. Es geht im nächsten Jahr hier bei ThyssenKrupp Steel schon los mit ersten Mengen bis 2030, wenn wir schon ein gutes Drittel erreicht haben, 2050 komplett, ich sag mal, grünen Stahl, Wasserstoffstahl zu machen. Hört sich so ein bisschen an wie Science Fiction, wenn ich an die Zeit denke, wo ich mir die Badewanne aus dem Hause Kaldewey geleistet habe. Hätte ich das damals jemandem erzählt, Stahl ohne Koks, ohne Kohle, hätte der mir einen Vogel gezeigt. Ne? Also wir erleben eine irre Transformation und ich würde gerne mal zunächst von Ihnen wissen, wie profitiert denn Ihr Unternehmen als Abnehmer, als Stahlverarbeiter vom grünen Stahl? In welche Richtung geht das? Ja. Wir sind seit jeher als Kaldewey für nachhaltige Produkte bekannt. Unsere Produkte sind sehr haltbar, also sie sind kein Einzelfall mit 22 oder 23 Jahren Nutzungsdauer. Es gibt teilweise Produkte, die 30 oder 40 Jahre in Benutzung sind. Das ist ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Der zweite Aspekt ist, dass unsere Produkte 100% kreislauffähig sind. Das heißt, am Ende des Nutzungszykluses bei Ihnen im Haus kann man die Produkte zurückbringen in den Produktionsprozess. Insofern sind wir sowieso schon für Nachhaltigkeit bekannt. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, in der Erzeugung die CO2-Emissionen zu vermeiden, dann haben wir natürlich das perfekte Produkt. Wir haben mit dem Stahl einen Werkstoff, der sehr präzise formen kann und damit Grundlage ist für tolles Design. Wir haben mit unserem Email eine sehr elegante, hygienische und hautsympathische Oberfläche. Und das beides ohne CO2-Emissionen und hundertprozentig kreislauffähig ist für mich gigantisch. Und insofern profitieren wir enorm davon, wenn wir dem Markt, der deutlich sensibler wird für nachhaltige Produkte, so ein Angebot machen können. Ja. Kunden wollen Nachhaltigkeit, vollkommen klar. Und ich glaube, diese Welle, die ist jetzt auch nicht mehr zu leugnen, auch nicht von großen Industrieplayern, ganz klar.
Herr Osburg, wir werden ein bisschen über Technik reden nachher und versuchen, das allgemein verständlich zu machen. Aber diese Zielsetzung, nächstes Jahr geht's los, 2030, eine riesige Benchmark, 2050 dann die Erfüllung. Das ist ein Klimmzug, den möglicherweise das Unternehmen noch nie gehabt hat oder gemacht hat. Das ist richtig. Also von der, man muss sagen, von der Dimension dessen, was da vor uns liegt, den Stahl klimaneutral zu machen. Lassen Sie mich das mit drei Sätzen sagen. Das Gute ist, wir wissen, wie das geht. Also es ist nichts, wo wir noch in tiefe Grundlagenforschung einsteigen müssen, sondern die Technologie, auch in den Dimensionen, wie wir sie betreiben, also in einem großen Setup, ist prinzipiell verfügbar. Das Schlechte für uns, wie auch für die gesamte Branche, ist, dass wir heute Stahl mit Kohle produzieren, im Hochofenprozess. Dieser Prozess wird diesen Wandel nicht überleben. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass etwa die Hälfte unserer Hütte hier neu zu bauen ist. Damit Sie ein bisschen Gefühl kriegen, was unsere Hütte hier ist. Die ist 10,5 Quadratkilometer groß. Da kann auch keiner was mitmachen. Aber wenn Sie fünfmal die Fläche von Monaco nehmen, dann wissen Sie, worüber ich hier rede. Die Hälfte davon werden wir erneuern müssen, um diesen Weg nach vorne zu gehen. Und das ist natürlich eine große Dimension und auch eine sehr große Herausforderung für uns, das zu leisten bis 2050. Mich würde Folgendes interessieren, und das würde ich gerne Sie beide mal fragen. Die Wasserstofftechnologie ist altbekannt, locker mal 100 Jahre. Elektrolyse ist bekannt. Wir kennen die Verfahren. Sie werden auch eingesetzt. Nicht? Und jetzt haben wir plötzlich im vergangenen Jahr 2020 europäische Offensive, eine deutsche Initiative, die in die Richtung geht, Wasserstoffoffensive, große, große Investitionen über alles. Da geht es natürlich um den Transportbereich. Mir hat die CFO von Airbus kürzlich auf einer Konferenz erzählt, naja, wir werden in 20 Jahren einen Wasserstoff-Airbus haben. Ja? Und die Frage, die sich mir eigentlich immer wieder stellt, Mensch, warum haben wir das nicht früher gemacht? Dieses Verfahren zu nutzen, wo am Ende aus dem Schornstein eben Wasser rauskommt und kein CO2. Haben Sie eine These dafür, warum das so ist? Ich glaube, die Grundlage für die Nutzung von Elektrolyse und dann erzeugtem Wasserstoff, der verwendet wird, ist eben nachhaltig grün erzeugter Strom. Und die Energiewende muss dem vorausgehen. Das heißt also, Windenergie, Photovoltaik sind die Grundlagen zur Nutzung von Elektrolyse und dann Verbrauch auch von Wasserstoff. Und die Energiewende in Deutschland, die ja aktuell wieder stockt im Bereich Windenergie, ist angestoßen, hat auch eine gewisse Dimension erreicht und musste die Voraussetzung sein, um diese beiden Verfahren oder das Verfahren, das Element anzuwenden. Also für mich ist die Erklärung, dass einfach, solange es keinen grünen Strom gibt, auch diese beiden Verfahren keinen Sinn machen. Und insofern ist jetzt nach einer gewissen Zeit der Etablierung auch von Wind und Energie und Photovoltaik, ist genug Zeit, diesen nächsten Schritt zu gehen. Herr Osburg, Frage natürlich auch an Sie, aber das, was Sie jetzt sozusagen im Versuchsbereich oder in den kleinen Mengen nutzen, ist wahrscheinlich auch grauer Wasserstoff, ne? Also industrieller Wasserstoff, vermute ich. Im Versuchsbereich nutzen wir gerade durchaus grünen Wasserstoff, aber ist auch wichtig zu verstehen, dass die Menge an grünen Wasserstoff, die nötig ist, um einen Industriekomplex zu versorgen, wie wir ihn hier betreiben im Jahr 2050, gigantisch groß ist. Wir reden hier von 760.000 Tonnen Wasserstoff, die wir pro Jahr verbrauchen werden im Zieljahr 2050, um 11,5 Millionen Tonnen klimaneutral zu produzieren. Um Ihnen vielleicht ein Bild zu geben, weil Bilder dazu immer wichtig sind. Es braucht grünen Strom, wie Herr Kaldewey zu Recht gesagt hat. Eigentlich ist der Engpass nur der grüne Strom, nicht die Elektrolyse oder der Wasserstoffbedarf. Um nur für den Wasserstoff den Strom zu bringen, den wir verbrauchen, würden Sie 3.600 Windräder der größten Leistungsklasse brauchen. Nur für unser Werk. Das zeigt, wie groß die Dimensionen sind, in denen wir denken müssen. Und natürlich dann auch die Politik denken muss, weil etwas anzuschieben ist gut. Aber hier muss eine ganz andere Infrastruktur entstehen von nachhaltiger Energie. Und dann sind wir auch alle überzeugt davon, wir sind Ingenieure hier. Wir haben gesehen, wie schnell Entwicklungen, wenn wirklich ein Markt da ist, wenn Kunden ziehen, wenn ein gesellschaftlicher Konsens besteht, wie schnell das geht, sieht man ja auch an der Elektromobilität. Ich kenne Studien von vor 3-4 Jahren, wie teuer eine Batterie ist und welche Leistung die hat. Die sind nach 2 Jahren überholt gewesen und auch da wird es enormen Fortschritt geben. Also wir glauben daran, es ist schon noch eine Pionierleistung zu vollbringen,
das in den Dimensionen aufzubauen. Ich glaube, dass wir gerade hier in Deutschland alle Voraussetzungen haben, von der Industrie, von den Ingenieuren, von den Universitäten. Die Strukturen sind da und deswegen blicke ich da auch sehr positiv in diese Zukunft. Ich möchte ein bisschen später auch nochmal darauf eingehen, A, wie es technisch funktionieren wird und B, ob nicht doch der Gedanke ist, anderswo zu machen, auch valide. Es gibt ja Untersuchungen dazu, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Herr Kaldewey, Ihr Unternehmen ist ohnehin schon nachhaltigkeitsausgezeichnet und Sie gehen auf diesem Weg weiter. Inwiefern werden die Kaldewey-Produkte noch nachhaltiger, noch besser, wenn mal der grüne Stahl da ist? Gut, ich habe es ja schon erklärt. Also die Nachhaltigkeit wird heute, zeichnet sich heute durch zwei Dinge aus, eine sehr lange Haltbarkeit und die Zirkularität, die unsere Produkte hat. Und wenn wir jetzt noch emissionsfreien, CO2-freien Stahl addieren, glaube ich, hat man in Nachhaltigkeit fast alles erreicht, was man erreichen kann. Zirkularität muss man ja nochmal erklären. Wir führen also zu 100% ohne Qualitäts- und ohne Mengenverlust das Produkt zurück. Und da ist Stahl auch heute schon sehr, sehr gut. Aber natürlich mit CO2-freier Produktion noch deutlich besser. Ja. Haben Sie irgendwann mal bereut, diese Familientradition, eben dieses Duo, das Sie verarbeiten, in der hohen Qualität wirklich anzuwenden, wohingegen Plastik-Acryl-Produkte natürlich Massenmärkte erobert haben in der Zwischenzeit und gesagt haben, okay, wir machen das. Haben Sie da irgendwann mal eine Versuchung empfunden im Unternehmen, da auch diesen Weg zu gehen? Also die Entscheidung war ja wirklich virulent in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da ist dieser neue Werkstoff aufgekommen und massiv eingetragen worden in den Markt. Da ist die Entscheidung anders getroffen worden, seinen Grundsätzen, seinem Lebensmotto treu zu bleiben, eben nachhaltige Produkte, umweltfreundliche Produkte weiter zu vertreiben. Und ich persönlich habe die Entscheidung zwar nicht getroffen, aber ich habe sie bis heute nie bereut. Denn wir sind mit diesen Produkten wirklich sehr gut unterwegs. Der Trend geht in Richtung Nachhaltigkeit, geht damit auch in Richtung Stahl im Mai. Und es ist so weit mittlerweile, dass die beschriebene Kundennachfrage tatsächlich sich auch manifestiert. Das heißt, große Hotelkonzerne, große Wohnungsbauunternehmen sind so weit, dass sie in ihren Ausschreibungsunterlagen den Einsatz von Plastik- und Acrylprodukten schlicht verbieten. Also insofern kann ich das gar nicht bereuen. Und ich kann auch schon mal vorwegnehmen, es gibt ja natürlich momentan auch neue Materialien wie Mineralguss, die haben aber noch eine viel schlechtere Umweltbilanz als Acryl. Also insofern kann ich ganz klar sagen, Stahl ist die Zukunft und deswegen freut es mich, dass diese Entscheidung so getroffen worden ist. Ich glaube, wer sich davon ein Bild machen möchte, und die Bilder sind halt auch schön, ja, bei Kaldewey ganz einfach, sollte mal ihre Website besuchen und sich da inspirieren lassen, weil da ist natürlich auch ganz klar sichtbar, welche Hotelketten da beispielsweise drin sind und wie ihr Commitment aussieht, übrigens auch mit einem Seitenarm, wo es wirklich um die Problematik Plastik in Weltmeeren beispielsweise geht. Und das muss ja auch adressiert werden, gerade wenn man diese Rivalität einmal definieren möchte und beschreiben möchte. Ganz wichtig. Kommen wir mal zur Technik. Wie funktioniert es? Also es gibt ja immer so diesen wunderbaren Vorbehalt von Menschen, wenn man im Mobilitätsbereich über Wasserstoff redet, dass die Primärreaktion ist, Mensch, ich bin noch nicht bekloppt und setze mich auf eine Bombe. Und dann ist meine Gegenfrage immer, was glaubst du denn, auf was du sitzt, auf einem Diesel- oder Benzinmotor? Ja? Also eine gewisse Unbelehrbarkeit. Aber wenn ich das mal extrapoliere und mir einen Hochofen angucke und ich blase da Wasserstoff rein, wird mir auch ein bisschen mulmig, muss ich gestehen. Wie geht das? Ja, da war uns, wir haben das ja als Erste gemacht, Wasserstoff in einen Serienhochofen einzublasen. Das war im November vorletzten Jahres. Und da habe ich aus Spaß auch immer gesagt, sagt mir Bescheid, wenn ihr das versucht, weil dann bin ich nicht da. Ne? Aber Gott sei Dank ist das alles sehr gut gelaufen. Man muss dabei lernen, weil es natürlich, Wasserstoff ist sehr reaktiv als Gas, hat eine hohe Energiedichte und ist natürlich dort zu thermodynamischen Verwirbelungen und so weiter kommt. Aber de facto, wie geht das? Wir haben am Ende des Tages eine Strategie, die zwei Stufen hat. Ich möchte das mal so einfach verdeutlichen. Wir werden jetzt kurzfristig die Versuche, die wir gemacht haben, weiter fortführen. Das heißt, einer unserer vier Hochöfen, die wir hier am Standort betreiben, wird dann vollumfänglich mit den sogenannten Blasformen, das ist da,
wo Heißluft normal in einen Hochofen reingetrieben wird, mit Wasserstoff versorgt werden können. Und damit haben wir einen unmittelbaren Effekt, weniger Kohle einzusetzen und diese Kohle durch Wasserstoff zu substituieren, einfach auszutauschen. Das wird für eine Weile, für den Hochlauf dieser Technologie in Ordnung sein. Wenn wir Richtung 2030, also in circa 10 Jahren, was für uns schon ganz schön nah ist bei den Prozessen, die wir hier betreiben, wenn wir dahin gucken, reicht es nicht aus, am Ende des Tages die Hochofentechnologie mit Wasserstoff zu bestücken, sondern wir müssen einen völlig neuen Hochofen konstruieren, wenn man so möchte. Und dieses Verfahren ist auch nicht neu, ist ähnlich wie bei den Elektrolysen, das gibt es schon länger, das heißt Direktreduktion. Und wenn man das mal vereinfacht darstellt, wir schmelzen hier Eisenerz an. Das ist ein Gestein mit, wenn es gut läuft, hohem Eisenanteil. Und dieses Gestein, dieses Erz, enthält Sauerstoff. Das Letzte, was Sie in einem Stahlprodukt haben möchten oder brauchen, ist Sauerstoff, weil er versprödet. Das heißt, der Sauerstoff muss raus. Die Prozesse heute im Hochofen nutzen die Kohle nicht unbedingt für die Temperatur, sondern die Kohle wird genutzt, der Kohlenstoff, um den Sauerstoff zu binden. Deswegen kommt oben CO2 raus. Ein Kohlenstoff, 2 Sauerstoffatome. Wasserstoff kann das Gleiche. Wasserstoff geht mit einem H rein und kommt mit H2O raus, also mit Wasserdampf. Das heißt, der Wasserstoff kann mit dem Erz das Gleiche tun wie die Kohle und deswegen ist er eben auch geeignet, anstelle von Kohle eingesetzt zu werden für diesen Prozess. Diese Anlagen liefern dann aber, anders als heute ein Hochofen, kein flüssiges Roheisen. Im Hochofen wird das Erz geschmolzen, kennen die meisten Menschen. Unten wird abgestochen und dann fließt wirklich in 1400 Grad heißes Roheisen raus. Und das verarbeiten wir im Stahlwerk weiter zu den Produkten, die unsere Kunden hinterher kaufen. Aus einer solchen Direktproduktionsanlage, wo das mit Wasserstoff geschieht, fallen quasi Feststoffe an. Also da kommen so schwammige Metallnuggets raus. Die werden dann in einem extra Ofen wieder eingeschmolzen. Das geht auch mit grünem Strom. Das ist ein Lichtbogen. Und von da ab, und das ist ein großer Vorteil der Technologie, die wir hier entwickelt haben, geht dieses, wir nennen das Elektro-Roheisen, gleiches Produkt wie beim heutigen Hochofen, aber mit Wasserstoff und Elektrostrom erzeugt, ganz normal durch unsere Stahlwerksprozesse wieder rein. In den Stahlwerken und dahinter müssen wir nichts ändern. Und das ist ein ganz wesentlicher Vorteil, insbesondere für unsere Kunden, weil es eben bedeutet, dass wir die Produkte, die wir heute liefern, 1:1 in ihrer technologischen Konfiguration überhaupt gar nicht verändern. Wir müssen das nicht neu entwickeln, weil wir im Prinzip die Entwicklungsarbeit auf der Flüssigmetallurgie gemacht haben. Und deswegen brauchen Kunden auch nicht die Sorge dafür haben, mit völlig neuen Produktentwicklungen all ihre Prozesse wieder auf die Produkte abzustimmen. Das wird bei uns nicht nötig sein. Ganz wichtiges Signal natürlich an die Kundschaft, vollkommen klar. Ich habe an irgendeiner Stelle sogar mal in Medienberichten gelesen, der grüne Stahl, würde in seiner Güte noch besser, weil da überhaupt keine Kohle-Koks-Reste mehr, gar nicht mehr im Eisen auffindbar sind. Wahrheit oder Lüge? Nö, es gibt verschiedene Wege, einen solchen grünen Stahl herzustellen. Wir sind ja Primärstahlerzeuger hier. Wir schmelzen ja keinen Schrott wieder ein, sondern wir erzeugen aus Erz Stahl. Und bei uns wird das Produkt qualitativ auch hochwertiger. Aber die Eigenschaften, physikalisch-technologischen Eigenschaften, die werden wir 1:1 so liefern wie heute. Und auch die werden wir weiter verbessern. Das werden wir heute aber auch tun. Der wirkliche Vorteil, den dieses Produkt hat, ist, dass es hergestellt wurde ohne jeglichen CO2-Fußabdruck. Und ich finde das, wie Herr Kaldewey ja auch gesagt hat, eine Branche, die über 1,2 Milliarden Tonnen Stahl pro Jahr produziert weltweit, dass sie diesen Prozess fahren können, ohne der Welt damit in irgendeiner Form klimaschädlich zu sein, das ist eine faszinierende Sache. Und die Technologie dazu ist da. Es wird dauern, bis das alles so passiert, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, das ist eine ganz starke Geschichte auch für die Menschheit und auch für den Klimaschutz. Und der Klimaschutz ist so ein bisschen jetzt aus den Medien verschwunden, auch durch das Corona-Thema. Aber die Welt hat nicht aufgehört, sich zu erhitzen. Die Folgeschäden werden gravierend sein. Wir sind heute in der Stahlindustrie mit einem großen Anteil Teil des Problems. Das muss man ganz klar so sagen. Aber das bedeutet eben auch, dass wir auch der größte Lösungsanteil sein können. Und dafür stehen wir ein und das wollen wir auch tun. Mhm. Ich möchte gleich auch noch mal ein bisschen auf so diese gesellschaftliche Ebene ein bisschen kommen, die wir nicht außer Acht lassen können. Aber Herr Kaldewey,
mit diesen neuen Entwicklungen und mit einem sehr traditionsreichen Produkt, mit einer steigenden Nachfrage. Lassen Sie uns mal bei Ihnen über die Schulter gucken, was Sie so in der Produktpipeline haben, was Sie anders machen, was Sie an vom Design über die Qualität, die ja überhaupt nicht zu bezweifeln ist, was Sie da auf die Schiene bringen. Denn das muss ein Unternehmen in vierter Generation, Familiengeneration natürlich dann auch leisten wollen und leisten können und sie wahrscheinlich auch tolle verrückte Leute ins Unternehmen holen, die interessante Gedanken spinnen, oder? Klar, absolut. Eigentlich ist es ganz einfach. Sie müssen sich ganz streng am Kunden orientieren. Das hat Herr Osburg ja gerade auch schon gesagt. Freut mich auch zu hören. Und wir selber machen das genauso eben auch. Wir müssen ganz kundenzentriert denken. Und da gibt es natürlich heutzutage Techniken, die wir gelernt haben, aus dem Silicon Valley kommend, Design Thinking genannt, wo wir uns wirklich ganz tief auseinandersetzen mit den Kundenbedürfnissen und daraus ableiten, wie sieht das Idealprodukt eigentlich aus. Und dann müssen wir gegen dieses Idealprodukt natürlich unser Ist-Produkt, unsere Kompetenzen, unsere Fertigungsmöglichkeiten halten und sagen, wie können wir die Lücken schließen? Und ich glaube, die Herausforderung dabei ist nicht nur, ein Produkt anzubieten, was die Eigenschaften hat, sondern das Produkt auch so herzustellen, dass es zu einem erschwinglichen Preispunkt kommt. Denn wir wollen natürlich mit Stahlemeil auch große Schichten der Gesellschaft erreichen und zu dem Wandel auch beitragen. Und dazu ist es notwendig, dass man auch in irgendwie erreichbaren Preispunkten unterwegs ist. Also insofern die richtigen Leute, die richtigen Technologien heranzubringen, das ganze Thema Digitalisierung zu spielen, ist extrem wichtig. Und Digitalisierung ist nicht nur Computer und IT, sondern es ist auch ganz viel Kultur. Und ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man sehr gut erkennen, welche Potenziale im Produkt drin liegen. Wenn Sie konkret auf das Produkt selber gehen wollen, haben wir eigentlich vier Dimensionen. Wir haben einmal die Dimension Stahl, ja, den wir weiterentwickeln wollen, besseres, noch präziseres Design bieten. Dann haben wir das Email, was wir selber herstellen, bei uns am Standort in Deutschland. Also da sind Sie so ein bisschen die Chemisten des 21. Jahrhunderts. So, ne? Kann man das sagen, genau. Also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Dass, auch die beiden Dinge zusammenzubringen. Genau, zu erkennen, die Eigenschaften und wie reagieren sie zusammen. Wir haben ja erst einen Formungsprozess, wo es um Präzision geht. Und danach einen thermischen Prozess, der 850 Grad Wärme wieder einbringt. Und teilweise sind Eigenschaften im Stahl, die durch Wärme eingebracht worden sind, werden dann aber wieder herausgenommen, wenn wir es nochmal erhitzen. Also insofern, da gibt es gewisse Herausforderungen im Zusammenspiel von Stahl und Email. Und wenn man das dann beherrscht, kann was ganz Tolles dabei herauskommen. Das heißt also, Stahl ist wichtig, Email ist wichtig, bringt auch die Eleganz auf das Produkt. Man sieht es hier vielleicht auch im Hintergrund bei den Meisterstücken von Caldeway. Und dann haben wir noch das Thema Systemintegration. Und das bedeutet für uns auf der einen Seite Bauintegration und Integration ins Badezimmer. Und auf der anderen Seite unsere Stahlemail-Produkte mit zusätzlichen Features auszustatten, dass die Erfahrung, die, wenn ich das Produkt benutze, einfach etwas ganz Besonderes wird. Also das sind die vier Dimensionen, an denen wir grundsätzlich uns forschen und weiterentwickeln wollen. Ich möchte mal nicht Sie gegeneinander aufhetzen, aber einfach mal die Frage stellen, Herr Caldeway, ist Ihnen oder wäre es Ihnen egal, wo Ihr Stahl herkommt, ob er aus Duisburg kommt oder aus Shanghai? Also ich glaube, bei den langzyklischen Prozessen tut man nicht gut daran, sehr opportunistisch zu handeln. Ja, also heute hier, morgen da. Ich glaube, gerade bei solchen auch fundamentalen Transformationen, das ist sehr wichtig, dass man sich verlassen kann aufeinander. Und dass man gemeinsam ein Ziel hat und gemeinsam die Spielregeln kennt, wie man miteinander umgeht. Und da gehört ein gewisses Vertrauen dazu und auch ein gewisses Commitment zu einer langfristigen, stabilen Zusammenarbeit. Natürlich ist es so, dass ich auf einem Bein immer schlecht stehe. Das gilt für alle, glaube ich. Aber wir haben ein ganz klares Commitment sowohl zu dem Unternehmen ThyssenKrupp als auch zu der Herstellung hier in Deutschland, am Standort Deutschland. Wir selber produzieren auch unsere Produkte zu 100% in Deutschland. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch Wertschöpfung einfach hier in Deutschland zu behalten und uns so weiterzuentwickeln in Technologien, in Kosten, in anderen Standortfaktoren, dass wir auch in 20, 30, 40 Jahren noch eine starke Volkswirtschaft hier abbilden können. Vielleicht ist so eine Analogie, man merkt in unseren Epidemiezeiten, Herr Osburg, so ein bisschen die Pharmabranche rauft sich die Haare. Mensch, wir haben gar keine Produktionsstandorte mehr. Ne? Also die Pillenfabrik der Welt ist in China. Andere Analogie, die ich einführen wollen würde, wäre, es gab mal diesen Treppenwitz, früher Piloten, die unterwegs waren über den Atlantik und nach Chicago geflogen sind,
die wussten immer, ich muss rechts abbiegen, wenn ich über Pittsburgh fliege, weil da sind die Schlote, die Steel Mill of America. Und wenn man heute darüber fliegt, ist nichts mehr. Dienstleistungsstadt, Krankenhäuser, Akademie, also Universitäten und so weiter. Und diese Lippenbekenntnisse aus der jüngeren amerikanischen Vergangenheit, wir bringen Kohle und Stahl wieder zurück, haben meines Wissens zu nicht besonders viel geführt. Mit anderen Worten, die Abhängigkeit ist da. Und noch ein anderer Gedanke, den ich auch bei Ihnen mal parken möchte, ist, es gab diese Prognos-Untersuchung von Ende 2020, wo diese CO2-Leakage adressiert wurde. Also der Gedanke, wir lassen anderswo produzieren, dann laufen wir Gefahr, wir lassen es in Ländern tun, wo es andere Umweltspielregeln gibt. Ne? Zahlt explizit das darauf ein, diese wahnsinnigen Anstrengungen, die hier am Standort getätigt werden, auch wirklich zu machen? Ja, es ist das Thema Carbon Leakage, das ist im Prinzip ein Schutzmechanismus, der eigentlich nur ein Ziel hat. Und das ist auch das Einzige, was wir auch auf der politischen Diskussion, was wir wirklich erwarten. Wir brauchen keine Wettbewerbsvorteile. Ich glaube, wir sind alle stark genug und stehen auch sattelfest in unseren Themen, um es mit jedem Wettbewerber weltweit aufzunehmen, wenn wir im gleichen Stadion spielen. So. Ja. Der Carbon Leakage muss dafür sorgen, dass das Stadion das gleiche ist. Das heißt, das Spielfeld muss so sein, dass alle die gleichen Bedingungen haben. Das haben wir aber weltweit nicht. Wir haben hier in Europa ganz klar nicht nur auf den Umweltthemen, sondern in vielen Bereichen, und das ist auch gut so, bei Arbeitsschutz, bei anderen Themen, ganz andere Gesetzesanforderungen, als das woanders auf der Welt ist. Solange das Marginalien sind, müssen wir das über Leistungsfähigkeit kompensieren. Wenn es aber jetzt darum geht, dass wir eine CO2-Regulierung haben, und da kommt das Thema ja her, kennen die meisten Menschen ja auch beim Strom, EEG-Umlage wird jeder, der selber Strom verbraucht, von seiner Abrechnung her kennen, dann braucht es einfach, wenn wir diesen Schritt hier machen wollen, wird unser Produkt am Ende des Tages teurer sein. Weil selbst wenn man ein guter Optimist ist, und da würde ich mich dazu zählen, werden wir mit Wasserstoff in der Route nicht die Kostenpositionen erreichen, die wir heute bei der Kohle haben. Das Produkt wird teurer werden. Jetzt muss es irgendeinen Mechanismus geben, was das im Wettbewerb wieder ausgleicht. Ob der dann an der Grenze stattfindet, gibt es eine Diskussion, dass Stahl, der importiert wird, eben dieses Delta an Kosten auch tragen muss, sind wir kein Freund von, weil immer nur die Importmenge damit belastet wird, aber der eigentliche Wettbewerber trotzdem unter anderen Bedingungen produzieren kann. Aber ich will es nicht zu kompliziert machen. Die Politik muss dafür sorgen, wenn wir hier den Green Deal Europas realisieren wollen, und ich glaube, dass das eine richtige und vernünftige Politik ist, weil sie für die Menschen gemacht ist, für Klimaschutz gemacht ist und für den Erhalt unseres Wirtschaftssystems und unserer Erde, dann muss es eben gelingen, dass diese Technologien und die ersten, die sie umsetzen, nicht ins Abseits geraten der Märkte. Ja, und das ist schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und deswegen braucht es, um diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, die Stahlindustrie ist eins der besten Beispiele. Ich glaube sogar das beste Beispiel, wo man beweisen kann, im gesamtgesellschaftlichen Wille, dass man Schwerindustrie, und das streitet, glaube ich, bei uns keiner ab, dass wir zur Schwerindustrie gehören, klimaneutral betreiben kann, ohne dabei Arbeitsplätze zu vernichten. Und ich glaube, dass die Menschen das beides zu Recht wollen. Die wollen nicht nur grüne Autos und grüne Produkte, sondern die möchten bitte auch morgens noch zur Arbeit gehen und Geld verdienen können, um sich diese Produkte auch leisten zu können. Und das muss gelingen. Und dafür braucht es eben auch Regulatorik. Dafür müssen Gesetze und Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und über Zeit ist doch vollkommen klar, dass es dann der Industrie, und da bin ich auch sehr zuversichtlich, gelingen muss, die Kosten über Skalierung, ob es grüner Strom ist, ob es Elektrolyse ist, ob es unsere Technologien sind, wieder so in den Griff zu bekommen, dass hinterher vielleicht ein Premiumpreis erhalten bleibt, wie bei Bioprodukten auch. Da sind die Verbraucher auch bereit, mehr für zu bezahlen. Das ist auch gut so, dass sich das von selber trägt. Ja? Das ist die Geschichte, die wir alle gemeinsam schreiben müssen. Und wir haben uns fest vorgenommen, da auch unsere Handschrift ganz vorne zu hinterlassen. Das ist eine spannende Reise, auf die Sie sich begeben haben. Zwei ganz kurze Gedanken dazu. Der eine, es gibt ja Leute, die das simplifizieren und sagen, da muss einfach ein holistisches Preisschild dran. Ja? Mit anderen Worten, also das, was ich rauspuste, muss auch bepreist werden. Und dann wird wieder ein Schuh draus, dann wird wieder der grüne Stahl wieder attraktiver. Und der zweite Gedanke, an
irgendeiner Stelle werden Sie als Frontrunner ja möglicherweise auch Exporteur von Anlagen, weil Sie das Know-how haben, oder? Weltweit. Ja, die Chancen sind natürlich da. Deswegen sagen wir, es ist ja am Ende nicht nur den gleichen Output zu erzeugen, die gleichen Produkte zu erzeugen mit einer anderen Technologie, sondern wenn die Stahlindustrie, wenn wir das tun, was wir vorhaben, dann bringt das natürlich einen mordsmäßigen Innovationsschub. Ich komme zurück auf das, was ich zu Anfang gesagt habe. Die Hälfte unseres Werkes werden wir neu bauen an Technologie. Das ist ein großes Werk, es ist viel neue Technologie. Wir werden dabei als Erste lernen, wie damit umzugehen ist. Wir werden als Erste damit umgehen, in wirklich großem Maßstab, was es heißt, Wasserstoff zu verarbeiten. Weil ich hatte ja gesagt, es ist ein Gas, das reagiert relativ schnell. Das heißt, da werden wir und können wir auch, solche Prozesse können wir hier in der Prozessindustrie, aber wir werden natürlich auch Maßstäbe setzen, wir werden Dinge erfinden, wir werden Patente schreiben, wir werden Technologien verfügbar machen, da wird das Engineering, der Maschinenbau, da werden sehr viele Branchen von profitieren, hier neue Standards zu erzeugen und natürlich ist das eins der Kerngeschäftsmodelle Deutschlands und Europas, vorne zu sein und Technologie zu transportieren. Die Stahlwerke, und ich kenne viele von denen, die heute in China durchaus sehr wettbewerbsfähig unterwegs sind und auch sehr gut unterwegs sind. Ja, auch sehr gut unterwegs sind. Da sind Anlagen drin, die sind meistens mit deutscher Technologie entstanden. Ne? Ja, da können wir uns jetzt drüber ärgern, dass das so ist, aber eigentlich ist das Spiel des Wettbewerbs und ist das globale Spiel. Ich ärgere mich gar nicht darüber. Mhm. Wir müssen halt weiter vorne bleiben und das ist der Anspruch, den wir hier haben. Und da glauben wir, dass das ein enormer Push ist, diesen Wandel hier zu gestalten, weil wenn Sie gestalten, dann gestalten Sie auch die Geschäftsmodelle und auch die Technologie dahinter. Und natürlich ist es auch für Europa toll, diesen Vorsprung an Technologie zu haben, um ihn dann eben auch in andere Länder zu exportieren. Und vielleicht, wenn Sie mir noch einen Satz erlauben, einfach das, was aus dem Kamin kommt, bepreisen, ist der einfachste Weg. Da stimme ich auch 100% zu. Es muss aber global passieren. Ja, klar. Weil dann, dann sind wir alle wieder im gleichen Stadion und dann können wir das so tun. Herr Kaldewey, Innovationskraft hat Deutschland eigentlich seit Jahrzehnten, Jahrhunderten ernährt. Ingenieurskunst gilt für Ihr Unternehmen auch. Wie tragen Sie das? Ist noch ein bisschen weit weg, aber in die fünfte Generation? Eine gute Frage. Sie haben es richtig erfasst. Ich habe auch schon vier Kinder, wovon der ein oder andere tatsächlich schon auch ins Unternehmen möchte. Wie trägt man das weiter? Ich glaube, das Wichtige ist, die Neugier zu wecken, einfach darauf mitzuarbeiten, zum Beispiel im Team zu arbeiten. Das wird bei uns relativ groß geschrieben, wirklich gemeinsam aus verschiedenen Richtungen Dinge zu beleuchten und dann weiterzuentwickeln. Das Zweite ist, dass man bei Kindern vielleicht noch ein bisschen aufpassen muss, aber natürlich eine Ergebnisorientierung. Es ist wichtig, Ideen zu haben, natürlich, aber es ist auch ganz wichtig, eine Idee zu einem konkreten Ergebnis zu führen, ein Ergebnis vorzeigbar zu machen. Also ich glaube, die Prozesse spielerisch beizubringen, die ein erfolgreiches Unternehmen ausmachen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Neugier darauf, den Spaß, Teil einer großen Entwicklung zu sein. Wenn man das schafft, dann entfacht man ein Feuer. Und ich sehe das tatsächlich schon bei meinen Kindern, gerade auch bei meinem Sohn, wenn ich das so sagen kann, wie der sich für die Technik interessiert, auch einige meiner Töchter, das ist schon eine ganz spannende Sache. Ja. Da wäre ich gerne bei so einem Vater-Sohn-Dialog mal dabei. Ganz Sie ehrlich, haben sich eingeladen. Finde ich total spannend. Herr Kaldewey, die beiden Werkstoffe Stahl und Email passen seit vier Menschengenerationen zusammen bei Ihnen im Unternehmen schon. Sie betreiben einen großen Aufwand, wir haben das vorhin genannt, Alchemie des 21. Jahrhunderts schon. Können Sie im Labor das noch weiter ausreizen, noch weiter ausgestalten? Also wir betreiben bei uns am Standort ein Labor wirklich zur Grundlagenforschung, wo wir uns sehr intensiv mit dem Material Email auseinandersetzen. Und wir gucken es nicht nur im Labor an, sondern wir produzieren dann auch das Email selber, made in Germany, am Standort Aalen. Und in der Verbindung dann mit der Brenn- und Applikationstechnik kann man sehr tiefe Einsichten in das Material gewinnen und dann wirklich ein bisschen wie bei der Alchemie versuchen, neue Eigenschaften zu produzieren. Das muss man aber erstmal im Labor machen, weil es schwer kontrollierbar ist. Man muss wirklich durch Versuche herausfinden und bestimmen, was erzeugt sozusagen eine neue Eigenschaft. Und wenn wir dann den Kunden in im Blick haben, dann können wir sehr gezielt auch forschen. Und da kann ich schon mal sagen, dass wir auch in der Zukunft noch wirklich tolle Innovationen in der Oberfläche haben werden. Auf der anderen Seite gucken wir uns natürlich auch im Labormaßstab den Stahl an, zusammen mit unserem Partner ThyssenKrupp, und überlegen, wie wir da Effizienzen heben können und das Material noch besser für unsere Verwendung entwickeln können.
bei dem beim Emailprozess gehört zu diesen Innovationen zum Beispiel dazu diese rutschfeste Oberfläche, die Sie entwickelt haben. Ist das so ein Spin aus dem Labor bei Ihnen? Absolut. Also wir haben seit jeher, versuchen wir die Oberfläche zu verbessern. Und heutzutage gibt es ja einen Trend zu sehr großen Duschen. Die größten Duschen, die wir anbieten, sind 2x1 Meter groß, komplett Boden eben installiert. Und auf diesen Duschen ist es ganz wichtig, einen festen Stand zu haben. Und wir haben als erstes Unternehmen eine nahezu unsichtbare Rutschhemmung entwickelt. Und die ist tatsächlich im Labor entstanden. Und wenn Sie auf einer 2x1 Meter großen Dusche unterwegs sind, da gehen Sie tatsächlich drauf, da steht man nicht mehr drin, da geht man drauf, dann ist es schon ganz wichtig, ein sehr, sehr gutes Gefühl für Sicherheit zu haben. Und diese Secure Plus Oberfläche, wie sie heißt, leistet genau das. Und die ist zum Beispiel im Labor entwickelt worden. Spannend, ja, total interessant. Wir haben über Produktinnovationen aus Ihrem Hause gesprochen und wollen nochmal reinzoomen, was konkret in der Pipeline ist und was konkret zu erwarten ist und im Moment schon in Entwicklung ist bei Ihnen. Genau, ich sagte ja, wir entwickeln uns immer ausgehend vom Kundenwunsch. Wir wollen sehr genau verstehen, was den Kunden bewegt, national wie international in den verschiedenen Zielsegmenten und arbeiten dann an vier Dimensionen. Das eine ist der Stahlkörper an sich, den wir in seiner Präzision noch weiter treiben wollen. Dann die Emaille, die Oberfläche, die die Eleganz reinbringt in das Produkt, Hygiene und hautsympathische Eigenschaften hat, auch viel Robustheit. Und dann gibt es zwei Systemkomponenten. Das heißt einmal die Integration in den Bau, der besonders leicht und kostengünstig geschehen muss. Und dann zusätzliche Features, die das Produkterlebnis noch weiter nach vorne treiben. Also nicht nur das Stahlemail, sondern was da drumherum ist. Das ist allgemein. Und wenn ich das jetzt mal ganz konkret beschreiben soll, haben wir es geschafft, in den letzten Jahren mit unseren Partnern zusammen die Radien zum Beispiel um 60% enger zu ziehen. Das ist natürlich in einem hochautomatisierten Prozess eine große Leistung, 60% engere Radien zu machen. Aber für puristische Ansprüche ist das ganz relevant. Kurven, Radien, Ecken, Kantungen sehr, sehr präzise zu ziehen. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, was wir geschafft haben. Das zweite ist gerade, was wir schon erwähnt haben, Secure Plus, eine Oberfläche, die besonders rutschhemmend ist, bei sehr großen Duschen die Boden eben eingebaut wird. Und dann bei den Systemkomponenten ist es so, dass wir heutzutage bodenebene Duschsysteme, zum Beispiel mit dem Namen Nexus und Nexus Systemboard, innerhalb von 30 Minuten installieren können. Wow. Und wenn Sie das vergleichen mit Fliesenböden beispielsweise, die auch zum Einsatz kommen, da brauchen Sie bis zu mehreren Tagen, allein schon durch Trocknungszeiten und Gewerkewechsel. Und wir stehen dafür, wir können in bis zu 30 Minuten diese Systeme installieren. Das ist, glaube ich, sehr schnell und auch sehr gut. Und ideal für die Bauintegration. Und der letzte Punkt ist, dass wir an zusätzlichen Features zum Beispiel elektronische Armaturen anbieten für unsere freistehenden Badewannen, wie hier im Hintergrund unser Meisterstück, wo man nicht mehr eine Standarmatur hat, die vielleicht auch Raum nimmt und sehr wartungs- und putzintensiv ist, sondern wirklich ganz schlank integriert ist in den Wannenrand. Oder ein Wellness-System wie zum Beispiel unser Skin Touch, wo hochkonzentrierter Sauerstoff in das Wasser eingetragen wird und dann wiederum das Wasser, das hoch angereicherte Wasser, Tiefenreinigung in der Haut vornimmt und man sich wirklich wie aus einem Jungbrunnen steigend fühlt, ja, und noch Stunden nach dem Bad wirklich völlig energetisch aufgeladen ist und richtig gut unterwegs ist. Hört sich gut an für mich. Wenn ich zu Ihnen komme und mich beraten lasse von Ihnen, weil Sie haben so einen Designer-Blick schon da auf die eigenen Produkte, wird der modische Waschtisch in den nächsten 5 Jahren eckig oder rund sein? Ich glaube vor allem, dass es eine Schale sein wird. Okay. Also wir kennen ja aufgesetzte Waschtische, wir kennen eingebaute Waschtische, aber was wirklich ein großer Trend ist, sind Schalen, besonders dünnwandige Schalen. Unsere Schalen haben vielleicht 3 mm Wandstärke und wenn Sie dann wirklich so eine Schale haben in besonderen Farben und besonderen Formen, ob eckig oder rund, ist da, sagen wir mal, dahingestellt. Ich glaube, wirklich interessant ist, sowohl im öffentlichen Bereich als auch im privaten Haus, eine richtig schicke Schale von Kaldewey aus Stahlemal, das ist was richtig Gutes. Wir müssen noch eine Nuss knacken, Herr Kaldewey und Herr Osburg auch. Das ist die Öffentlichkeit. Stahl hat, und ich glaube, grüner Stahl, was dahinter steckt, ist trotz Publikationen, also in Wirtschaftspublikationen, in breiten Publikationen, kann man davon schon lesen, aber wirklich gelernt, wirklich durchdrungen ist das noch nicht. Stahl, in einem Wort, hat ein schlechtes Image. Ich glaube, wir haben sofort den Konsens hier, dass wir sagen, Fridays for Future, dufte, was sie machen. Die politischen Anwürfe, die kommen und der Druck, der entsteht aus Brüssel, aus Berlin, von den SDGs der Vereinten Nationen schon ausgehend, das ist gut
für uns, für die Welt, für alle. Aber der Realismus, Sie hatten es angesprochen, Acrylplastik versus ja, Ihre glorreiche Kombination von den beiden Werkstoffen, das ist nicht gelernt, obgleich Sie es kommunizieren. Wie kommen wir da raus? Sie sagen, obwohl wir es kommunizieren, ich glaube, wir kommunizieren es noch zu wenig. Und wir müssen tatsächlich in Kontakt mit der Öffentlichkeit treten. Und was Sie beschreiben, Fridays for Future oder andere Dinge, das ist natürlich viel Emotionalität. Und Emotionalität ist gut, weil es was in Bewegung setzt. Das ist so ein Treibsatz. Wir müssen dann aber auch zu einem Zeitpunkt auch wieder zurückkommen und auf die Fakten schauen und sagen, was ist eigentlich wirklich real heute schon der Fall? Und wenn wir heute beispielsweise vergleichen Stahl versus Acryl oder anderen Werkstoffen, dann ist es so, dass Sie für eine hergestellte Tonne Stahl bis zu 2 Tonnen hier am Stahlwerk in Duisburg zum Beispiel bis zu 2 Tonnen CO2 produzieren. Bei Acryl sind es bis zu 6 Tonnen CO2, das heißt die dreifache Menge. Und insofern muss man sich vor Augen halten, eine Welt ohne Stahl wäre eine Welt mit deutlich mehr CO2-Emissionen, wäre eine Welt mit deutlich weniger Zirkularität und wäre auch eine Welt mit deutlich mehr Plastikmüll zum Beispiel in den Weltmeeren. Das heißt also, wir müssen zum einen mal wirklich zu den Fakten kommen und sagen, wo stehen wir eigentlich? Und dann auf der anderen Seite müssen wir mit den Kunden, mit der Gesellschaft überlegen, ja, es sind immer noch viel zu viele CO2-Emissionen, wie kriegen wir jetzt den Dreh? Und ich sage mal, es gibt ja ermunternde Beispiele, wenn wir in den Lebensmitteleinzelhandel gucken, da ist es mit Zustimmung der Kunden dazu gekommen, dass Plastiktüten verbannt werden. Und ich glaube, niemand weint der Plastiktüte nach. Ja, es war halt Usus, das einzusetzen, aber man hat sich damit auseinandergesetzt, man hat einen Weg gefunden. Und den gleichen Weg kann man, glaube ich, im Badezimmer auch gehen, wirklich zu sagen, wie können wir Plastik vermeiden? Ich erwähnte es schon, große Hotelkonzerne machen das. Und ja, wir laden jeden dazu ein, auch daran mitzuwirken. Also ich glaube, auf die Fakten gucken ist das eine und dann konkret wirklich drüber reden, wie können wir uns verbessern, wie können wir auf den Weg kommen. Jetzt irgendwie das Progressive ist das Konservative. Ne? Also Produkte, die werthaltig sind, wertig sind, lange halten, kommen wieder sehr stark an die Oberfläche insgesamt, spielt ihnen in die Karten. Absolut. Und ich glaube, es ist ja generell so, Gutes bewahren, nicht so Gutes verbessern. Und wir haben viel Gutes im Werkstoff und wir haben einiges, was noch nicht gut ist. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit reif. Also es ist auch, wir leben aus meiner Sicht in einem Umsetzungszeitalter. Viele Utopien, Gedanken, die man hatte, was könnte man nicht alles tun? Ja, das wird heute alles Realität. Und insofern, warum sollen wir nicht auch in dieser Industrie diesen großen Schritt machen, es anpacken und wirklich eine Revolution starten? Also ich glaube, wir sind voll mit dabei, das anzustoßen. Wir müssen in Dialog mit den Kunden treten und dann gemeinsam einfach probieren, das Rad zum Drehen zu bringen. Ich glaube, das ist sehr ermutigend für unsere Zuschauer, Zuhörer bei der ISH Digital, solche Commitments zu hören und dass es wirklich vorwärts geht. Herr Hausburg, wir haben relativ viel Zeit verbraucht. Ein Schlusswort von Ihnen nochmal zum gleichen Thema. Eine bessere Öffentlichkeit für den Stahl und dann natürlich erst recht, toi, 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 für den grünen Stahl in wenigen Jahren. Ja, danke. Ja, ich kann da am Ende auch nur zustimmen. Das ist beim Stahl ja genauso. Wenn Sie jemanden fragen, der so ein Stahlwerk sieht, der hier mal durch den Duisburger Norden fährt, das wirkt auf die Leute offensichtlich alt, unmodern und so ein bisschen wie die Kohle. Aber die wichtige Botschaft, und das muss auch jedem klar sein, der Stahl ist nicht die Kohle. Ist nicht ein Produkt, was sich überlebt hat und was jetzt durch Wasserstoff oder sonst was abgesetzt wird. Ohne Stahl ist die Welt überhaupt nichts. Kühlschränke, Autos, egal welches Produkt Sie zu Hause keine Städte, haben. Ne? Keine Städte mit höheren Städte, Gebäuden. Keine Städte, keine Hochhäuser, keine Brücken, genau. Kein Beton ohne richtig. Stahl, weil sonst knickt er sofort durch. Also Stahl ist mit das wichtigste Industrieprodukt überhaupt. In Deutschland 2/3 aller Industriearbeitsplätze hängen am Stahl. Die berühmten und viel gehassten Exportüberschüsse der Deutschen aus USA und so weiter sind 70% magnetischen Ursprungs, also Stahl. Also es ist der Grundwerkstoff unserer Industrie und vor allen Dingen auch unseres Wohlstands hier in Deutschland. Ganz klar. Und deswegen müssen auch wir noch mehr kommunizieren, noch besser kommunizieren. Aber ich kann nur noch abschließen mit der Botschaft, ein solches Produkt, wir machen das jetzt seit über 200 Jahren hier, so zu innovieren, dass sie das gleiche Leistungsspektrum liefern, ohne einen Fußabdruck in der Welt zu hinterlassen. Das ist eine ganz tolle Botschaft und ich hoffe, dass es uns auch gut gelingt, das in die Breite zu bekommen, dass wir es hier nicht mit einem alten Commodity zu tun haben, sondern mit einem Zukunftswerkstoff der Zukunft. Bernhard Hausburg, Franz Kaldewey, vielen herzlichen Dank. Das war sehr informativ. Das hat Freude gemacht, mit Ihnen beiden zu sprechen. Und ich kann Ihnen alles Gute wünschen auf dem Weg, auf den Sie jetzt begeben haben. Und
das reflektiert ja auch das, was eigentlich in ganz, ganz vielen anderen Bereichen in dieser Zeit, Herr Kaldewey hat es vorhin gesagt, wir sind in so einer Innovations-Transformationszeit, in der wir uns befinden. Das gilt für riesig groß, wie hier in Duisburg bei ThyssenKrupp Steel. Das gilt für das sehr traditionsreiche Familienunternehmen Kaldewey. Glück auf, sagt man das hier? Das sagt man hier. Glück auf. Dankeschön für das Gespräch. Herzlichen Dank. Dankeschön.